Viele Männer haben Mühe, sich Namen zu merken. Stell dir vor, du lernst eine Frau kennen und fragst nach ihrem Namen und hast ihn schon die nächste Sekunde vergessen. Kennst du das, dass du dann vielleicht die Nummer tauschen willst und dann den Namen nicht weisst, nochmal nachfragst, sie sagt, ja, hast du ihn schon vergessen und so weiter. All diese Situationen können sehr unangenehm sein. Dabei gibt es eigentlich ganz eine einfache Technik, wie du dir den Namen besser merken kannst. Und genau um das geht es in dem Video. Ich würde sagen, wir gehen los. Hat sie jetzt Sophie geheissen? Oder Maria? Oder Gwendolin? Keine Ahnung. Wir kennen ja die Situation sicher auch, dass man eben keine Ahnung hat. Du lernst die Frau kennen, du weißt schon, wie sie heisst. Und natürlich kann man ja mal nachfragen, aber es ist doch viel schöner, wenn man den Namen von Anfang an sich merken kann. Und zwar geht das so. Du lernst die Frau kennen, du fragst sie nach einem Namen oder sie stellt sich vor. Erster Schritt. Du fragst nochmal nach, sagen wir, sie heisst Sophie. Dann sagst du, habe ich richtig verstanden, du bist Sophie. Das ist etwas, wo viele Menschen in der Geschäftswelt brauchen, dass sie nochmal nachfragen und den Namen immer wieder einbauen, später, ja, also Sophie, wenn man dort und dort hingehen und sich das so besser merken können. Weil die meisten können sich Namen nicht gut merken und das ist ein erster guter Schritt. Dann als zweites, was ich sehr gerne mache, ist, dass ich frage, weißt du, was der Name für eine Bedeutung hat oder eine Herkunft hat? Und etwa 50% der Frauen wissen, was der Name heisst oder haben eine gewisse Ahnung davon. Bei mir zum Beispiel, ich heisse ja Janosch, auf Englisch heisst es Joe und das kommt eigentlich vom Joe, vom Jimi Hendrix, also Rockmusik. Mein Vater war ein Rocker gewesen. Da kann ich dir von dieser Geschichte erzählen. Alternativ, wenn sie es nicht weiss, dann kannst du sie fragen, also kannst du dir Gedanken machen, was ähnlich tönt wie der Name. Also bei Martina kannst du zum Beispiel Marzipan nehmen. Das ist ein Wort, das für mich ähnlich tönt. Dann bei Sophie kannst du Safran nehmen. Und bei Claudia kannst du auch Claudio nehmen. Und da kannst du eigentlich entweder die naheliegenden Wörter nehmen und dort irgendeine Geschichte für dich verinnerlichen. Zum Beispiel, wenn du einen Claudio kennst, dann kannst du dir Claudio vorstellen, die sind jetzt gute Freunde. Und sind nebeneinander gute Freunde, verstehen sich gut. Bei Safran kannst du dir Sophie vorstellen, wie sie vielleicht in einem orientalischen Land ist und dort gerade am Markt ist und Safran in der Hand hat. Oder Safran-Risotto sehr gerne hat. Das sind so Tricks, auch bei der Herkunft, wie ich es schon vorgesagt habe, kannst du dir auch vorstellen, zum Beispiel jetzt bei Joe, bei mir jetzt, Rocker, dann kann sich zum Beispiel eine Frau vorstellen, wenn ich im Rockerkostüm bin, Lederjacke und alles und dann mit der Harley Davidson rumfahren. Es sind einfach Tricks, wie du das kannst verbinden, vor allem wenn du ein visueller Typ bist, wenn du dir Erinnerungen eher mit Bildern verknüpfst, wenn es eher auditiv ist, also mehr was erzählt wird, dann hilft vor allem der erste Schritt, also eben, dass du den Namen wiederholst und dann so dir kannst merken. Was auch helfen kann, ist, dass man den Namen aufschreibt. Ich zum Beispiel mag Facebook oder Instagram genau wegen dem, weil ich, wenn ich den Namen tausche oder auch natürlich die Handynummer ins Telefonbuch rein tue, dass ich dann visuell sehe, aha, so sieht der Name aus und ich kann mir das eher merken. So, das wär's sie. Simple Technik. Jetzt geht es nur darum, dass du das mal ausprobierst, wenn du vor allem Mühe hast mit Namen merken. Und schreib mir gerne ins Kommentarfeld rein, wie das so rausgekommen ist. Und wenn du sonst noch Fragen hast, kannst du dich auch gerne melden. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns bald wieder. Ich bin Janosch von Deep Connection. Ciao zusammen.